Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 3 hier zum Let's Play auf dem Pixel-Helden-Kanal mit mir, dem Ray. Heute ist es wieder soweit. RDDT steht an, unser Format, bei dem ich dein Tuning oder auch Design oder beides in Kombination einfach anschauen werde, testen werde und vielleicht einen Verbesserungsvorschlag gebe, sofern ich es halt aus meinem Standpunkt heraus tun kann. Heute werden wir uns zwei Tunings zum Cadillac ATS-V anschauen. Ich habe mir gedacht, ja, warum nicht? Ich habe irgendwie Bock auf das Auto, das mal zu zeigen, nachdem wir letztes Mal etwas ältere Fahrzeuge hatten. Sofern ich das noch richtig weiß. Ich habe es schon wieder vergessen, was wir das letzte Mal hatten. Aber ist auch nicht so wild. War trotzdem eine gute Folge. heute gucken wir uns auf jeden Fall dieses Fahrzeug an. Bevor wir das aber tun, ich habe ja noch in der Folge mit der ZL1, Camaro, habe ich ja gesagt, wer da mir ein Design macht für diesen Aufbau, den ich gemacht habe. Ich habe ja hier einen Radikalaufbau gemacht und habe das Ganze ja auch benannt. Und habe ja gesagt, ihr könnt das dann über RTDT einschicken. Und zwei Leute haben tatsächlich was eingeschickt. Und ich würde sagen, das gucken wir uns jetzt einfach am Anfang ganz schnell an. Zu dem Fahrzeug, was für Designs da entstanden sind. Ich bin wirklich gespannt. Und ich muss jetzt aber gerade ganz kurz gucken. Also wir gehen jetzt auf jeden Fall auf Design. Und neue Design suchen. Und dann suchen wir nach Ersteller. Und jetzt muss ich aber ganz kurz die Nicknames herauskopieren. Ja. Den einen Nickname kennen wir schon, der hat schon öfter mal Design gemacht. Moment, ich muss es an der Xbox-App einfügen. Und ja, da ich gerade an der Xbox-App sitze, da sehe ich gerade auch, wie das viele Nachrichten mir geschrieben wurde auf Xbox oder für Xbox oder ja doch auf Xbox Live oder auf der Xbox, wie auch immer. Da nochmal als Hinweis an die ganzen Leute. Ich bin gerade baff vom Design, das sieht echt gut aus. Aber wir gucken es uns jetzt erstmal an. Antworte darauf nicht. Also wenn ihr mir eine Nachricht schreiben wollt, auf die ich auch antworten soll, dann schreibt mir die nicht auf Xbox Live. Dann schreibt mir entweder hier in die Kommentare etwas, wenn es anderen auch lesen dürfen, oder schreibt mir eine Mail oder schreibt uns auf Facebook. Es geht meistens natürlich immer ein bisschen, bis wir auf eine Nachricht antworten. Aber auf Xbox Live werdet ihr halt nie eine Antwort bekommen. Ja, weil ich lese öfters mal Kommentare, hey Ray, irgendeine Frage. Und dann zwei Tage später steht dann da, antwort doch mal und dann nochmal zwei Tage später, warum antwortest du nicht und so weiter und so fort. Das sehe ich dann meistens so einen Monat später, dass das so in die Reihenfolge reinkam und deswegen nochmal als Hinweis da nicht wundern. So, jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Ich weiß jetzt nicht, ob das Design tatsächlich entstanden ist für so, wie ich es gesagt habe. Er hat jetzt hier RDA, das ist glaube ich für ihn, ja, oder R0A, 316, okay. Weil ich habe ja dem Fahrzeug einen Namen gegeben. Und das wurde jetzt hier nicht mit verbaut, aber Design finde ich trotzdem cool, also mit diesen verschiedenen Elementen, diese Puzzle-Elemente und so. Man könnte jetzt natürlich noch sagen, man könnte es ein bisschen präziser machen, zum Beispiel hier schließt schon ganz gut ab, aber vielleicht seht ihr das auch so ein bisschen, es überlappt hier so ein bisschen, dass man da halt vielleicht ein bisschen was trickst oder so, ist bestimmt möglich. Aber das ist schon Kritik auf hohem Niveau. Ich finde das Design schon echt gut, muss ich wirklich sagen. Es ist mal was anderes auf jeden Fall. Hat auf jeden Fall was, muss ich schon sagen. Nicht schlecht. Also hier nochmal der Designer natürlich, ja, dürfen wir ja auch nicht vergessen, ist natürlich der OSK Red Dragon. Ich denke mal, das heißt nicht ROA, das heißt schon RDA. Also ich denke mal für Red Dragon. Er hat auch was geschrieben. Da steht es auch, RD. Ah, da steht auch, was es heißt. Okay, er hat was geschrieben. Das lese ich jetzt einfach mal gerade vor. So, da hat gar nicht wenig geschrieben. Mann. Okay, also gut. Er hat geschrieben dazu, meine Lackiererei Red Dragon Arts. Warren, halt die Fresse. Was machen wir denn? Ich meine jetzt irgendwie so. Nee, ich muss so machen, oder? Nee, warte, wenn ich so mache. Nee, okay, ich mache so. Okay, ich lese weiter. Red Dragon Arts, also so heißt es. Hat sich mal an die Hausaufgaben rangesetzt und haben eine Lackierung angefertigt. Diese Lackierung gehört zu den neuen Designreihe 316. Oh, eine eigene Designreihe. Oh. Die Lackierungen aus dieser Reihe folgen sind bei allen Fahrzeugen ähnlich, aber an die Autos angepasst. Bei Gelegenheit können sich doch mal die anderen anschauen.
Die lackierten Fahrzeuge können aus den unterschiedlichsten Lassen. Ich lese so vor, wie es da steht. In der neuen Designreihe 316 sind bis heute erst 10 Fahrzeuge entstanden. Es kommen aber noch mehr dazu. Wer unter der neue Designreihe nichts gefunden hat, kann ja mal die alte Designreihe Redline anschauen oder sich auch mal meine Lackiererei hat neben den Privatabteilungen noch eine für Geschäftskunden, da entstehen Lackierungen für Rennfahrzeuge oder Firmenfahrzeuge. Bestes Beispiel ist der gemachte PXR Service Truck, genau, der war nämlich auch von ihm, wer sich da noch erinnern kann, den es in 4 Versionen gibt, 2 von GMC und 2 von Ford. Oh, den von GMC habe ich noch gar nicht gesehen, den müssen wir auch mal noch anschauen. Es wäre echt schön, wenn ich meine Lackierung in einer Folge sehen würde, mit freundlichen Grüßen. Ja, hier siehst du es, ja, also ich habe es, ich will mich, das will ich auch nochmal klarstellen, ich will mich drüber lustig machen, wenn da irgendwie Punkt-Komma-Setzung nicht richtig gesetzt wurde oder was falsch geschrieben wurde oder Ausdrucksfehler ist oder sonst was. Ich lese halt so vor, wie es da steht, weil wenn ich jetzt anfangen müsste, hier noch eine Folge Korrektur zu lesen, dann werden wir nicht mehr glücklich. Deswegen lese ich es einfach so vor. Die Message ist ja klar. Es geht ja um die Message und die kommt rüber und das ist ja auch wunderbar. Und ich will auch noch mal darauf hinweisen, ja, bevor jetzt wieder der Mega-Hate losgeht, weil ich habe auch letztens in den Kommentaren gehabt, muss ich sagen, dass jemand so ein bisschen rund gemacht wurde in den Kommentaren, weil er ein paar Rechtschreibfehler drin hatte. Und ich muss wirklich sagen, ganz ehrlich, ich hatte selber eine extreme Rechtschreibschwäche. Hab da natürlich viel dafür gemacht, um die wegzubekommen. Also ich war eigentlich so immer der klassische, beim Diktat in Deutsch, der 6,0-Kandidat. Und hab dann viel, viel gemacht, viel gelesen, Zeitung gelesen immer und so weiter. Mache ich heute noch, nur jetzt halt auf digitaler Ebene. Aber hab da viel gemacht, hab dann tatsächlich mich vom 6er-Kandidat im Diktat zum 1er-Kandidat gemausert. Also man kann da was dagegen machen und deswegen auch nochmal der Hinweis an alle, die so ein bisschen Probleme haben oder größere Probleme haben mit Rechtschreibung und so weiter. Ja, schreibt euch nicht ab, wenn man so schön sagt, sondern da kann man echt was dagegen tun, aber man muss was dagegen tun und da kann man echt viel machen. Ich meine, ich habe immer mal noch Sprachfehler, ja, sage ich mal, oder Rechtschreibfehler drin, das passiert immer mal wieder, aber man kann trotzdem was dagegen machen. Ich denke mal, dass ich mich doch besser artikulieren kann, wie ich es früher konnte, dass ich doch bessere Texte schreiben kann, wie ich es früher konnte. Und gerade an sowas muss man sich einfach trauen und ransetzen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Zum Beispiel eine Freundin von mir oder meine beste Freundin sogar, kann man sagen, ist Lehrerin, die hat auf Lehramt Deutsch studiert, unterrichtet auch Deutsch in von der 5. bis zur, glaube 8. Klasse auf der Realschule, und was die mir auch so erzählt, das ist immer mehr oder wird immer mehr tatsächlich, diese Rechtschreibschwäche, weil aber auch die Leute da gar nicht mehr so viel Wert drauf legen. Ich weiß, das Thema schweift gerade ein bisschen ab und vielleicht interessiert es den einen oder anderen nicht, aber ich sag mal so, es ist schon ein wichtiges, also man sollte schon versuchen, gut zu schreiben, das bringt selber einem was, weil wenn man selber Korrektur liest, Korrektur macht und so weiter, dann kriegt man das auch rein und macht dann auch gar nicht mehr so oft die Fehler. Dennoch, was ich eigentlich hinausgehen wollte, ist, ja, andere Leute, ihr könnt darauf hinweisen, das ist völlig in Ordnung, wenn ihr sagt, hey, pass mal auf, nicht böse gemeint, das schreibt mal so und so, oder das irgendwie der Zusammenhang passt da nicht ganz. Einfach darauf hinweisen, ist völlig in Ordnung. Aber jemand rund machen, jemand quasi niedriger darstellen, nur weil er halt eine Schwäche in dem Punkt hat, das finde ich nicht in Ordnung. Also es hat mich echt ein bisschen, muss ich sagen, geärgert, dass ich sowas lesen musste bei uns, weil wir eigentlich doch eine gute Gemeinschaft sind und gut miteinander sind. Wir sind ja eigentlich schon Buddies und auch vor allem ihr untereinander sollte das sein. Und deswegen, sowas würde ich nicht gern, also will ich nicht nochmal lesen eigentlich. Also fand ich nicht in Ordnung, so wie es da stand. So, egal, wir machen weiter, nächstes Design. Tut mir leid, dass ich jetzt gerade ein bisschen abgeschwiffen bin, wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber es hat sich jetzt gerade so angeboten und da kann man das ja auch mal machen. Ups, hier will ich gar nicht hin. So, neue Design suchen. Ich kann ja schon mal vorlesen, das ist, oder warte mal, ich muss das mal hier erstmal wieder rüber kopieren, dass ich das suchen kann. Ersteller. So, zack. Suchen, und zwar der ihr seht's, der Patrick Burks 08 hat auch, da gleich mehrere, so wie es ausschaut. Das muss ich gerade mal gucken, welches er da hier hat. Text lesen. Ich habe so viele Fenster gerade offen, bräuchte mindestens 5 weitere Monitore. So, er hat geschrieben: Hey Ray, ich habe für dich mehrere, wie ich finde, richtig passende Designs für den Camaro ZL1 erstellt. Geteilt habe ich sie unter der Beschreibung PXH, natürlich unter meinem Namen. Ich hoffe, du entscheidest dich für eins von meinen. Vielen Dank schon mal. Ja, ich entscheide mich jetzt nicht für eins. Ich habe ja nur gesagt, ihr könnt das mal machen. Jetzt beim letzten und beim ersten sehe ich jetzt nicht direkt einen Unterschied, muss ich ehrlicherweise sagen. Spontan gefällt mir aber auf jeden Fall das Graue. Ich habe ja auch gesagt zu einer Folge so,
oder so angedeutet, ja, so Richtung Grasboard, so von der Farbgebung, finde ich schon ganz geil. Ich habe auch schon eine Idee, wie ich mein PXH Camaro designen werde. Das war jetzt nicht der PXH, das war ja der Vollaufbau. Ja, aber von der Farbgebung finde ich schon mal ganz gut, auf jeden Fall. Hat was. Gut, das passt jetzt nicht so ganz zur Motorhaube, das da oben, oder? Wobei, doch, es geht eigentlich, muss ich sagen. Aber ja, doch, ich finde, ist geil. Es ist nicht zu übertrieben, ja. Es ist schön schlicht, gute Farben, finde ich. Also mir gefällt's, muss ich schon sagen. Gut, Felgen könnte man jetzt überlegen, ob man da noch eine andere Farbe versucht. Aber ja, ich finde sowas ist geil. Und sowas mag ich ja extrem. Vielleicht habt ihr es auch schon gemerkt, meine PXH-Designs sind ja sehr an solchen Sachen angelehnt. Ich versuche ja nicht so extrem übertriebene Designs zu machen. Gut, Ausnahme sind natürlich die Art Cars, von denen es aktuell nur zwei gibt. Aber das sind natürlich Ausnahmen. Aber meine Designs sollen ja so sein, dass man sie auch wirklich im normalen Straßenverkehr bewegen würde, ohne zu sagen, boah, ey, ist mir jetzt in der Situation aber peinlich, dass ich so ein Design drauf habe. Sondern dass man so wirklich so sagt, hey, das ist ein schlichtes Design, trotzdem unterstreicht es das Fahrzeug, macht es ein bisschen besser. Und ich finde, gerade die alten amerikanischen Muscle Cars haben ja solche Designs durch die Bank. Ja, Warren. Und genau sowas greife ich gerne auf. Und das wurde jetzt hier auch gemacht. Also hier an Patrick Burks. Ja, finde ich richtig gut. Also ich finde, mir gefällt es richtig gut. Lasse ich jetzt auch so drauf, auf dem Fahrzeug hier. Würde ich sagen, das ist cool. Ich lasse es so drauf. Also das andere ist auch geil. Ja, nicht falsch verstehen. Das finde ich jetzt gerade cool, lasse ich drauf, gefällt mir. Und das, was ich jetzt meine, das sage ich jetzt nochmal, ich schweife heute gerade echt ein bisschen ab, eigentlich wollen wir was anderes machen, aber ist egal, kann ja ein bisschen länger werden. Ihr habt ja gestern keine Folge bekommen, gestern gab es einen Grund, warum es keine Folge gab. Wer bei uns auf Facebook aktiv ist, weiß warum, wer nicht, der guckt einfach mal bei Facebook rein. Ihr müsst bei Facebook nicht angemeldet sein, um unsere Seite zu sehen. Unsere Seite ist öffentlich, auch ohne Facebook-Account. Also wer da reingucken will, kann einfach gucken, was der Grund war, warum gestern keine Folge kam. Mehr sage ich dazu nicht. Was wollte ich denn? Genau, die alten Amis. Genau, warte mal, das machen wir doch am besten hier so. Und dann sortieren wir mal nach den alten Amis. Dass ihr das dann nochmal wisst, was ich eigentlich mit meinen oder wo mein Ursprungsidee dieser Designs herkommt. Das muss ich mal gucken. Classic Muscle ist schon mal nicht schlecht. Retro Muscle können wir auch mal machen. Modern Muscle lassen wir mal weg. Übernehmen wir mal. Hat das jetzt übernommen? Nee, doch. Genau, guck mal, hier seht ihr das auch. Das sind so einfache Formen hier mit drin. Hier auch auf der Motorhaube. Hier schön an der Seite diese Sachen. Das ist so typisch. Diese alten amerikanischen Muscle Cars hatten das durch die Bank hier auf der Motorhaube. Das sieht es jetzt nicht so richtig. Die hatten das durch die Bank, solche Formen mit drin. Hier die alte Z28 oder hier hinten beim Charger hinten den Strich gemacht. Solche Sachen oder ja, perfektes Beispiel, Challenger. Den gibt es ja auch in ganz vielen Farbkombinationen. Einfach halt diese Linienführung, die durchgezogen ist. Einfach auch den Schriftzug mit reingemacht da und so weiter. Ihr merkt, also meine PXH-Designs, die gehen auch in die eine ähnliche Richtung. Aber ich mag das extrem, weil ich finde es, Boss 302, auch super Beispiel dafür. Ich finde, das ist nicht so jetzt so mega auf die Fresse Design. Es unterstreicht es einfach ein bisschen. Man zeigt, hey, guck mal, das ist was Sportlicheres. Und das finde ich halt mega geil. Und genau das greife ich halt immer wieder auf. Und das ging jetzt auch gerade beim Camaro in eine ähnliche Richtung. Ja, auch super Beispiel, der Cuda. Wie gesagt, das einfach nochmal so als Hinweis. Ja. Also wer nochmal meine PXH-Designs, gerade die PXH-Performance-Designs anschaut, der wird genau diese Sachen werden ihm dann auffallen. Jetzt nochmal. Vielleicht seht ihr das nochmal mit einem anderen Blickwinkel, das Ganze. So, jetzt gehen wir aber zu dem zurück, wo wir eigentlich hinwollen. Zum Cadillac, zum ATS-V, der ja per DLC reinkam. So muss ich gerade mal kurz gucken. Da haben wir, das ist der CTS-V, wir wollen den ATS-V. Den holen wir jetzt nochmal ab. Zwei Tunings wurden eingeschickt. Eine Person hat sogar noch ein Design eingeschickt. Allerdings finde ich nicht unter seinem Nickname das Design. Aber da werde ich gleich nochmal was dazu sagen. Wir kommen jetzt erstmal zum ersten Tuning. Das habe ich natürlich schon runtergeladen, so schlau wie ich bin. Ein bisschen vorbereitet habe ich mich, auch wenn ich wirke echt ein bisschen verplant, zumindest mal am Anfang der Folge. Aber ist auch egal, tut nichts zur Sache. So, Upgrade laden. Mein Tuning und zwar, wir fangen mit diesem hier an. Und zwar das Super-Fast-Tuning vom zockender Ossi. Er hat geschrieben, dies ist ein Performance-Aufbau, wie er im Buche steht. Sehr gute Handling, dank eines gut ausgeklügelten Setups. Mit seinem über 700
brachialen PS rennt er in 3 Sekunden auf 100 und Ende ist erst bei 372 km/h. Dies ist unglaublich für einen Sechszylinder. Überraschenderweise besitzt dieser Kelleck keinen V8, sondern nur einen Sechszylinder, welcher mit einem Kompressor gespeist wird. Mich würde es sehr freuen, wenn du mein Kelleck mal testest und dein Brei dazu gibst. Ich hoffe, er ist schnell auf der Teststrecke und gefällt dir. Ich wünsche dir alles Gute und viel Spaß. Ja, vielen Dank. Er hat das Ganze, sieht man auch, vom Leistungsindex genau auf 900 getuned. Also das sind ja quasi so diese Leader-Fahrzeuge, in denen man einfach versucht, den Leistungsindex ans Maximum zu treiben, ohne in eine neue Kategorie zu kommen, also in dem Fall in S2 zu kommen, ist ja ein Versuch. Er hat jetzt hier, hat er Allrad standardmäßig? Das weiß ich jetzt gar nicht. Nee, hat er nicht, scheinbar. Nee, ich glaube nämlich nicht. Die haben da eigentlich Heckantrieb. Ne? Aber er hat jetzt Allrad umgebaut. Das hat er jetzt gar nicht erwähnt. Oder der hat doch keinen. Jetzt bin ich selber. Jetzt bin ich selber verwirrt. Ja, ich kenne mich nicht. Also alle Fahrzeuge. Aber normal hat er Heck. Ja, Heck. Natürlich. Verwirrung. Ah, das wollte er mir unterschlagen. Aber ich merke das doch. So, jetzt aber. Wir laden das Ganze mal. Gucken uns das Ganze mal an. Und ja, man sieht Gewichtsreduzierung, deutliche Leistungszuwachs. V6-Kompressor hat er gesagt, man sieht auch hinten legt sich das Ganze ein bisschen tiefer. Designtechnisch werden wir jetzt einfach mal irgendeine Farbe drauf machen, mal was anderes wie schwarz. Auch wenn, ich muss sagen, die Cadillacs in schwarz halt schon echt Porno aussehen. Das muss man echt mal lassen. Ich meine, wir können mal suchen, ob es was gibt, aber ich glaube, ich nehme da einfach jetzt eine einfache Farbe. Ah, guck mal, ja, da haben wir es wieder. Ja, die 316er-Reihe. Da hat unser Red Dragon nochmal so eins gemacht, vom ähnlichen Stil her. Muss ich aber sagen, gefällt mir nicht so gut auf dem wie jetzt auf dem Camaro, meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, alles Geschmackssache, wie immer. Das ganze Automobilwesen ist ja Geschmackssache. So, Herstellerfarbe, wir gucken mal. Wir haben ja okay sehr viele Weiß- und Grautöne. So ein Rot. So ein Blau wäre eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Wobei, ja, so mega reißen tut es auch nicht. Die Farben sind nicht so krass irgendwie, ne? Lassen wir es mal schwarz beim ersten. Beim nächsten können wir ja mal gucken. So, wir gehen raus auf die Straße. Jetzt haben wir viel gelabert und noch nicht gefahren. Aber ja, sind ja auch Themen, die kann man auch mal ansprechen, ne? Boah, klingt aber nicht schlecht. Für einen Sechszylinder-Kompressor klingt das wirklich gut, meiner Meinung nach. Ich kann ja sowas behaupten, ich bin lang genug 6-Zylinder oder V6 gefahren, ja, mit meinem Calibra. Ohne Kompressor natürlich und ohne Turbo, aber V6 ist trotzdem. Der hat so ein ganz komisches... Bisschen zwitschern hat er auch. Ja, sehr schön. Ja gut, wir fahren mal ein bisschen. Ich meine, Allrad ist natürlich in Horizon so das Allheilmittel. Ja, ich meine, baut man Allrad ein, sind die Fahrzeuge meistens sowieso richtig schnell. Das ist einfach so. Fährt sich einfach viel besser, man hat dann einfach viel mehr Traktion auf der Strecke. Das ist so quasi die, upsala, ist so quasi das Allheilmittel. Das Problem ist noch meistens bei Fahrzeugen, die standardmäßig auf Heck sind, wenn man die auf Allrad umbaut, dann sind die meistens extrem untersteuernd. Also das ist bei weitem die Fahrzeuge, die meistens schon Allrad standardmäßig haben hier im Spiel und jetzt vielleicht nicht gerade unbedingt ein Audi ist, die sind trotz Allrad sehr, sehr agil auf der Hinterachse. Bestes Beispiel ist natürlich jetzt der Bentley, den wir jetzt erst hatten. Und, upsala, wenn man das umbaut, ist es meistens immer so ein bisschen ein Problem, sage ich jetzt einfach mal. Wie das jetzt dann gleich performt, werden wir gucken. Ich würde auch gar nicht lange sagen, weil ich glaube, viel rumfahren muss ich da jetzt gar nicht. Ich würde sagen, ich gehe einfach auf die Teststrecke. Ich bewege das Ding einfach direkt auf einer Strecke, die ich kenne, am Limit. Dann kann man am ehesten sagen, ob es was taugt oder nicht. Ich werde wie immer eine Offscreen-Runde drehen, um mich kurz einzufahren und dann die schnelle, gezeitete Runde erleben wir dann einfach gemeinsam, würde ich einfach sagen. Und deswegen, ja, bis gleich auf der Teststrecke. So.
So, da geht los, die wilde Fahrt. Ja, Mann, der erste Gang hätte ein bisschen oder kann, finde ich, ein bisschen kürzer übersetzt sein. Da wirkt er nämlich schon fast wieder ab, wenn man da Gas gibt, trotz hoher Drehzahl am Anfang. Ja, was ich schon mal vorweg sagen kann, also es hat sich tatsächlich bestätigt, das, was ich schon vermutet habe, dass das Fahrzeug eine extrem untersteuernde Ader hat. Man muss schon sehr früh auf die Bremse gehen, um das Fahrzeug irgendwie hier noch um die Kurve zu kriegen. Ihr merkt schon, ich habe schon sehr früh gebremst und trotzdem will er irgendwie so nicht so richtig. Also er schiebt extrem über die Vorderachse hier. Generell, das Fahrzeug hat, ist meiner Meinung nach ein bisschen zu unaggressiv. Es müsste vom Fahrverhalten ein bisschen aggressiver sein. Es ist so quasi sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr langweilig, um das jetzt ganz hart auszudrücken. Weil es passiert nichts am Fahrzeug. Er schiebt halt nach vorne raus. Er beschleunigt halt mega. Klar, müssen wir nicht drüber reden. Dank dem Allrad und vor allem der extremen Power, die hier verbaut ist, ist es schon übel. Und das merkt man auch. Ich denke auch, die Zeit am Ende wird nicht schlecht sein. Definitiv nicht. Weil die Power da ist. Und auch er bringt die Power halt natürlich auch aus dem Asphalt, dank des Allrads. Aber so vom Fahrgefühl gefällt es mir jetzt nicht, wenn es in eine sportliche Richtung gehen soll. Und ich denke auch mal, das war schon das Ziel irgendwo. Es sollte ja schon irgendwo auch in eine sportliche Richtung gehen. Gerade, ich meine, so ein ATS-V ist ja alles andere als jetzt, was ein Entspannungsmobil sein soll, sondern das soll ja auch schon auch vielleicht auf dem Racetrack so ein bisschen Spaß machen. Und das tut's, finde ich, mit dem Aufbau nicht so. Also ich hätte es gern ein bisschen mehr Kurvenspeed, wäre schon geil. Also da hätte man vielleicht mit dem Fahrwerk das ein bisschen, ein bisschen instabiler machen können. Ja, dadurch aber das halt einfach, dass das Heck ein bisschen mehr mitkommt. Das ist aber, wie gesagt, die große Gefahr hier in Forza ist einfach, wenn man ein standardmäßiges Heckantriebsfahrzeug auf Allrad umbaut, hat man immer dieses Problem. Das weiß ich selber öfters schon jetzt gemacht. Das ist schwierig, das weiß ich, und das erfordert viel Testen, viel Zeit, um das da gut hinzukriegen. Was man dann natürlich auch machen kann mit den Stabis, die Stabis extrem so abändern, dass halt eben das mit dem Heck passt, dass das Heck ein bisschen mehr kommt. Klar, natürlich mit Bremsbalance kann man auch viel machen, auch eine Möglichkeit. Aber ja, man kämpft sich schon, also man muss schon kämpfen mit dem Fahrzeug, dass er sagt, ja okay, komm, ich gehe jetzt um die Kurve. Er schiebt nach vorne unglaublich, also für die Autobahnfahrt ist es perfekt, würde ich jetzt behaupten. Nur jetzt hier, um solche kurvigen Abschnitte zu fahren oder Rennstrecke, würde ich jetzt behaupten, ist jetzt vielleicht nicht das Fahrzeug meiner ersten Wahl. Aber wie gesagt, hier jetzt gerade auch berghoch, der merkt, da ist die Power da. Also da Power hat er echt genug reingepflanzt. Das passt schon ganz gut. Wir können jetzt dann gleich auch nochmal, wenn wir durch sind, in die Telemetrie schauen. Leistung passt auf jeden Fall. Also wir kommen hier topspeed-technisch richtig gut nach vorne. Er hat ja auch geschrieben, dass das Fahrzeug extrem schnell ist. Ja, über 370 km Topspeed für eine 900er S1-Klasse hier. Ist schon krass, muss ich sagen. Gut, wir gucken jetzt einfach mal auf die Zeit. Die ist bestimmt nicht schlecht. Nee, ist ganz und gar nicht schlecht. 3:20:48. Wir ziehen natürlich wieder standardmäßig diese 20 Sekunden des Starts ab. Lasst mich das gerade mal noch notieren. 3:00:418 haben wir dann dadurch. Und wir gucken auf unsere allgemeine Bestenliste, wo sich das Fahrzeug einsortieren würde. Und zwar, es würde sich zwischen unseren BMW M6 Coupé PXH Edition Stage 3 und vor noch den Italia Stage 1 einsortieren. Auch noch vor unseren AMG GTR PXH Performance. Also ihr seht, von der Zeit ist es top. Und das ist auch das, was ich gesagt habe. Die Zeit passt definitiv. Ich will es auch nicht schlecht reden, definitiv nicht. Wenn man wirklich sagt, hey, ich will was Schnelles haben, ist es auf jeden Fall ein super Fahrzeug. Nur vom Fahrgefühl, vom Fahrspaß und wahrscheinlich auch von der Konstanz ist dieses Fahrzeug eher nicht zu empfehlen. Also ich gehe mal davon aus, würde man dieses Fahrzeug 10 Leuten in die Hand geben, würde man dann ein anderes Fahrzeug, was so ein bisschen mehr auf Kurvenspeed ausgelegt ist, in die Hand geben, wäre, glaube ich, im Durchschnitt die Zeit, wenn man nur einen Versuch hätte, bei dem, was mehr auf Grip ausgelegt ist, wahrscheinlich besser. Würde ich jetzt behaupten. Ist vielleicht Geschmackssache. Ich lade natürlich wieder jeden herzlich dazu ein, auch dieses Tuning zu testen, auch seine Meinung dazu abzugeben. Definitiv. Was wir jetzt aber auch noch definitiv machen, ist, wir gucken auf die ATDT-Bestenliste, denn hier sortiert sich dieses Fahrzeug ein. Und damit sortiert sich das Fahrzeug auf den aktuell vierten Platz. Ein bisschen schlechter als der Lamborghini Huracan, der damals der Uncle Facehead getunt hat. Aber besser als der BMW M5 von XDV 97X. Ja, das schon mal als Hinweis.
Ja, also wie gesagt, von der Leistung, von der Power für den Leistungsindex und so weiter, passt es, performt das Fahrzeug. Nur halt eben die das Fahrgefühl finde ich jetzt nicht so ansprechend. Aber ja, das eine muss das andere halt hier eben nicht ausschließen. So, wir gehen raus. Wir gucken jetzt vielleicht nochmal ganz kurz in die Telemetrie rein. Und Thema Telemetrie, da spreche ich jetzt auch nochmal drauf an, weil das ist auch so eine Frage. Ich glaube, das ist so die eine der häufigst gestellten Fragen, ist: Wie kommt man in die Telemetrie? Ray, wie öffnest du dieses Menü, was ich jetzt gleich zeigen werde? Und das zeige ich euch jetzt einfach nochmal. Ich habe es, glaube ich, schon 3-4 Mal gezeigt, aber ich zeige es euch auch gerne nochmal im Schnelldurchlauf, wie man dieses Menü aufkriegt. Und zwar genau dieses hier, wo ich hier so durchschalten kann. Dieses Menü bekommt ihr ganz einfach auf. Ihr geht einfach unter Einstellungen hier. Und stellt, ganz, ganz wichtig, bei Steuerung, stellt ihr das hier auch um. Anna Telemetrie wechseln. Ja? Macht ihr ein. Ja? Und dann, ja, steht es eigentlich auch, oder stand es jetzt schon da, einfach da, wo man normalerweise Anna aufruft, öffnet man die Telemetrie. Steuerkreuz nach unten gedrückt halten. Tada, ganz einfach. Ja? Dass ihr da Bescheid wisst. So, wir gucken jetzt ganz kurz mal da rein, wie das denn ausschaut. Stellen wir uns mal vielleicht auf die Straße, dann kann man die Werte besser lesen. Wie sieht es denn im Stand aus? Also Sturz ist ganz okay, würde ich sagen. Es ist jetzt nicht übertrieben oder sowas. Das passt eigentlich alles ganz gut. Gucken wir mal von der Aufhängung her. Wenn wir ein bisschen fahren. Ein bisschen härter fahren. Also vom Federweg passt es schon mal. Also ja, weil ich ja jetzt sage, wie könnte man zum Beispiel das hinbekommen, dass das Heck ein bisschen mehr mitkriegt. Man kann natürlich versuchen, zum Beispiel bei den Dämpfern, die Dämpfer hinten etwas härter zu machen, damit die halt, ihr könnt euch vorstellen, wenn es hinten halt ein bisschen härter dämpfen muss, ja, dass es halt hinten auch ein bisschen härter ist, ja, und damit eher sporadisch mal eher ausbrechen kann. Ihr müsst natürlich eine perfekte Einstellung finden, dass es nicht zu spontan ausbricht, aber das kann schon mal helfen. Gleiches Spiel mit den Stabis, ja, dass man die hinten vielleicht ein bisschen versucht härter zu machen, um da einfach ein bisschen mehr eine Hinterachse hinzubekommen, die ein bisschen mehr einlenken will, dass vor allem die Vorderachse nicht so schiebt. Ja, das wäre noch eine Möglichkeit. Im Sturz könnte man jetzt versuchen, vielleicht ein bisschen mehr Sturz zu geben. Ist ein Versuch wert, definitiv. Vielleicht auch mit dem Nachlauf ein bisschen was. Weil wir haben jetzt hier zum Beispiel das Problem, wenn ich jetzt hier nach rechts lenke, ja, hier geht es sogar ganz gut. Beim Linkslenken fällt es jetzt extremer aus. Ja, dass wir zum Teil einen positiven Sturz bekommen. Und ja, einen positiven Sturz sollte man eigentlich, finde ich, eher vermeiden bei solchen Lenkungen. Also mit ein bisschen mehr Sturz vielleicht vorne könnte man auch noch ein bisschen was machen. Oder halt eben mit dem Nachlauf, welcher ja natürlich den Sturz gerade beim Einlenken extrem begünstigt. Was ich euch noch erklären werde in einer weiteren Bastelbude-Folge, die natürlich auch noch dann bald wo es dann auch bald weitergeht. Also das Fahrzeug fährt sich grundlegend schon gut. Klar, der Allrad hilft. Was ich noch finde, bei höheren Geschwindigkeiten merkt man halt das extreme Untersteuern. Schlecht ist es nicht. Wie gesagt, das spiegelt auch die Zeit wieder. Jetzt gehe ich noch in den Fotomodus, da wollte ich nicht rein. Also von dem her, das passt soweit. Möchte auch nicht näher drauf eingehen. Wie gesagt, versuche einfach mal, mein Tipp, versuche einfach mal vielleicht ein bisschen mehr dieses sichere Fahren, dieses stabile Fahren, das Fahrzeug wegzubekommen, dadurch das Untersteuern zu reduzieren und vielleicht das Fahrzeug ein bisschen mehr zum Übersteuern zu bringen. Kann vielleicht helfen, kommt aber natürlich auch immer auf den Fahrstil an. Für mich wäre es jetzt natürlich halt ein bisschen besser. So, wir springen zurück zur Werkstatt und gucken uns direkt das nächste Tuning an. Das nächste Tuning kommt vom Turbo PS 911. Keine Ahnung, von was er wahrscheinlich Fan ist. Keine Ahnung. Aber das Tuning holen wir uns auch mal ab. Habe ich natürlich auch schon runtergeladen. Und gucken wir mal, was er gemacht hat. Wir sehen, Vergleich schon mal, wir haben ein bisschen mehr Leistungsindex, 904. Er hat quasi drauf geschissen, die 900 zu erreichen. Wir haben Heckantrieb, also er hat jetzt kein Allrad eingebaut. Wir haben lustigerweise genauso viel Drehmoment in dem Komma-Bereich dahinter, ein bisschen weniger scheinbar, sonst wäre es nicht rot angezeigt. Wir haben ein bisschen mehr Leistung,
weniger Gewicht, klar, wegen dem fehlenden Allrad und eine bessere Gewichtsverteilung. Wir haben aber auch einen 6,162 Liter, also einen 6,2 Liter Motor drin. Damit gehe ich stark davon aus, dass da ein V8 eingebaut wurde. Ich lese aber einfach mal vor, was der Turbo PS 911 geschrieben hat. Hallo Ray, das erstellte Tuning und Design ist ziemlich amerikanisch. In Klammer, ordentlich Leistung, 850 PS und 960 Newtonmeter. Ja, 957, aber so pingelig wollen wir nicht sein. Viel Wert wurde auf Lack- und Felgenkombi gelegt. Dennoch würde es mich freuen, wenn du mir ein paar Verbesserungsvorschläge zum Setup geben könntest. Ach ja, was ich noch dazu sagen muss, ich bin definitiv nicht der beste Setup-Tuner. So, jetzt haben wir ein Problem. Er beschreibt ja schon mal Lack- und Felgenkombi. Das große Problem, was wir jetzt hier haben, ist, ich finde unter deinem, also ich spreche dich jetzt einfach direkt ein, ich finde unter deinem Nickname kein Design, kein freigegebenes Design. Wahrscheinlich hast du es vielleicht vergessen freizugeben. Deswegen würde ich dich einfach darum bitten, einfach das Design vielleicht noch freizugeben, damit vielleicht die Leute hier jetzt aus der Community die Möglichkeit haben, sich selber ein Bild vom Design zu machen. Und vielleicht gucke ich es mir dann einfach nachträglich an und kann vielleicht in den Kommentaren, wenn du dich in den Kommentaren auch nochmal meldest, einfach vielleicht als Antwort nochmal drunter schreiben, was ich zum Design zu sagen habe. So kann ich jetzt nichts dazu machen. Ich sehe natürlich vielleicht jetzt, was für Felgen du verwendet hast. Aber ja, designtechnisch kann ich jetzt da nicht viel machen. Deswegen oder beschreiben, deswegen konzentrieren wir uns jetzt nur auf das Tuning, was für dich jetzt eigentlich eher nicht so den Hauptfokus hatte, so wie ich jetzt das verstanden habe, sondern eher das Design, was natürlich jetzt ein bisschen schade ist, aber ist so. So, er hat auf jeden Fall diese einen Felgen drauf und deswegen würde ich sagen, dann nehmen wir jetzt einfach mal dieses Standardrot. Ich glaube, das sieht in Kombi ganz okay aus. Das oder das hier? Ich glaube, das hier sieht. Wir machen es jetzt einfach mal, ob es jetzt gut aussieht oder nicht. Scheiß drauf, da müsst ihr jetzt einfach drüber hinweg. Ja, wir speien es beim aktuellen Auto ab. Gut. Ja, wir haben ein Tickchen mehr Leistung, gleich viel Newtonmeter Drehmoment, was nicht wenig ist. Wir haben aber auf jeden Fall ein V8 drin. Das sieht man einfach schon am Hubraum. Und vor allem haben wir Heckantrieb oder ist Heckantrieb geblieben. Und das wird jetzt ein spannendes Thema sein, wie dieses Fahrzeug funktioniert. Wir sehen auch schon, dass da die Sport- oder die Rennreifen draufgezogen wurden. Das habe ich jetzt beim anderen gar nicht so drauf geachtet. Aber ja, sind auf jeden Fall drauf. Damit gehe ich davon aus, dass auch ein bisschen was für den Grip getan wurde. Ja, schade, ist halt ein Ami, aber wir haben halt kein Ami V8 verbaut. Hört man eigentlich auch schon am Klang. Aber darüber hören wir jetzt hinweg. Ja, um das geht's jetzt nicht. Das Thema hatten wir schon so oft hier und deswegen, ich möchte da nicht näher drauf eingehen. Ja, wir fahren einfach mal und dann ganz paar Meter. Und dann gehen wir auch hier mit auf die Teststrecke. Und dann bin ich gespannt. Beide vom EI sehr ähnlich. Ich habe auch vor der Folge gar nicht drauf geachtet, wie viele EI die beide haben. Ich habe einfach geguckt, was gibt's denn so, was wurde eingeschickt. Und da steht, ja, so ein ATS-V, warum nicht? Finde ich cool. Vor allem auch vorher noch den Camaro zeigen. Die zwei Camaro-Designs bleiben ein bisschen amerikanisch heute. Fand ich eigentlich eine ganz gute Idee für heute. Und ja, dass die dann aber vom Tuning jetzt genau beieinander liegen, habe ich jetzt gar nicht, tatsächlich gar nicht drauf geachtet. Ich habe die runtergeladen, mehr nicht. Und ja, leider kein Design gefunden. Also wie gesagt, da jetzt nochmal der Hinweis. Gibt es einfach mal frei. So, man merkt natürlich direkt den Unterschied schon mal zum Fahrzeug vorher. Hier haben wir das aggressivere Fahrzeug definitiv. Man muss mehr machen am Lenkrad, Schrägstrich am Stick des Controllers. Das merkt man schon mal. Fühlt sich aber insgesamt dadurch halt brachialer an, agiler an. Agiler vielleicht nicht, aber ja, brachialer, emotionaler. Genau, das ist eigentlich das richtige Wort von vorher. Das andere Fahrzeug war ein bisschen zu emotionslos. Nicht langweilig, sondern zu emotionslos. Und hier ist quasi die Aggressivität, die Emotion ist hier auf jeden Fall mehr gegeben. Ja, da kommt man auch der Arsch, wenn man ein bisschen mehr Gas gibt. Handbremse geht natürlich sowieso immer ein bisschen mehr, aber nee, also das ist auf jeden Fall hier schon mal gegeben. Man merkt auf jeden Fall, also hier ist es quasi genau das Gegenteil der Fall, was ich gerade vorher gesagt habe. Hier müsste man eher versuchen, vielleicht hinten die Dämpfer etwas weicher zu machen, auch vielleicht die Federung, je nachdem. Da müssen wir jetzt gerade mal vielleicht direkt mal in die Telemetrie schauen, wie es hier ausschaut. Vom Federweg her, wie die springen. Vielleicht sind sie auch schon zu weich, das kann auch sein. Das ist auch manchmal so ein Indiz dafür. Also sie springen schon ganz schön. Ja, vorne vor allem sehe ich gerade. Also vielleicht sind die Federn tatsächlich sogar zu weich oder zu kurz. Das Fahrzeug liegt schon tief. Aber so wie die springen und hüpfen und tralala, da ist definitiv Bedarf am Federn, Dämpfer. Muss man da definitiv nochmal was machen. Stabis.
Vielleicht auch. Also ich denke mal, da ist definitiv überall noch ein bisschen Bedarf. Ich gehe mal davon aus, von dem Aufbau her, so wie er jetzt ist, also von den Teilen, die eingebaut sind, gehe ich mal davon aus, könnte man schon noch ein bisschen das Ding stabiler hinlegen. Also ich sehe jetzt nicht, du sollst jetzt untersteuern damit, aber ein bisschen stabiler. Weil man sieht schön eigentlich, wie diese Federn die ganze Zeit springen. Springen. Und vor allem eben auch diese Ausschläge extrem sind. Also wir kommen jetzt nicht zu dem Fall, dass es drüber geht. Bis jetzt noch nicht. Ein bisschen stärker bremsen. Das haben wir jetzt nicht. Also ich glaube, zu weich sind die Federn nicht. Oder dass der Federweg zu kurz ist. Das ist jetzt vielleicht nicht der Fall. Aber die Dämpfer kommen hier... Könnte ich mir vorstellen, müsste man ein bisschen härter machen. Gerade dieses Springen ist ein guter Indiz dafür. Kann Federn auch vielleicht ein bisschen härter. Vor allem hinten ein bisschen weicher. Würde, denke ich, dem Ganzen schon ein bisschen helfen. Ja, hier sieht man es schon. Ja, auch beim Bremsen. Ja, also da müssen wir ein bisschen noch was probieren. Einfach mal probieren, ein bisschen... auch vor allem die Verteilung vorne zu hinten ein bisschen anpassen. Eine gute Regel ist eigentlich bei so einem Trans-Axle-Fahrzeug, also das heißt Motor vorne, Antrieb hinten, kann man eigentlich immer davon ausgehen, man macht es vorne ein bisschen härter, die Feder, hinten ein bisschen weicher, das liegt einfach daran, vorne haben wir mehr Gewicht, auch wenn die Gewichtsverteilung hier ja sehr gut ist, wie wir gesehen haben, also ein bisschen mehr, also ein bisschen härter vorne und bei den Dämpfern gleiches Spiel und dann kann man bei den Dämpfern immer noch nachjustieren, wie man es denn macht, das ist so quasi so ein Grund-Setup, so ein 0815-Setup, was man auf jeden Fall beim Trans-Axle-Modell immer machen kann. Und auch eigentlich gegebenenfalls eigentlich immer gut funktionieren. Natürlich, die ganzen anderen Feineinstellungen macht man dann halt später. Das ist klar. So, wir gucken mal ganz kurz auch zum Sturz rein. Das interessiert mich auch mal. Ich glaube, hier wurde auch nicht viel Sturz gewählt. Ist ja auch nicht schlecht. Nee, wir haben eigentlich auch einen ganz guten Sturz. Im Verhältnis her. Gucken wir gerade mal. Aber, gucken wir gerade mal, wenn man jetzt ein bisschen... Mein zu viel Sturz ist auch nie so gut. Also ich bin kein Fan von zu viel Sturz, muss ich sagen. Also jetzt bei den etwas langsameren Kurven passt es ganz gut. Hinten könnte man vielleicht überlegen, ein bisschen weniger zu gehen tatsächlich. Also gerade weil wir Heckantrieb haben. Beim Allrad hätte man überlegen können, mehr zu gehen tatsächlich. Dass hinten mehr Grip liegt. Also das ist vielleicht auch nochmal zu einem Tuning vorher. Beim Allrad kann man versuchen, hinten mehr Sturz zu geben, weil man eh vier antreibende Räder hat. Da muss die Auflagenfläche jetzt nicht unbedingt die beste sein, auf der Hinterachse. Hier ist es schon ein bisschen anders. Da möchte man ja schon ein bisschen Grip haben auf der Hinterachse. Deswegen, das könnte man dann überlegen, hinten hier ein bisschen weniger Sturz zu machen. Vorne könnte man vielleicht versuchen, einen Ticken mehr noch zu gehen oder mit dem Nachlauf das zu regeln. Das müsste man halt ausprobieren. Das kann ich jetzt leider nicht selber testen. Beim anderen halt gegebenenfalls auch durch Nachlauf, aber halt auch vor allem hinten der Sturz auch nochmal ein bisschen mehr anzupassen, vielleicht im Vergleich zum vorderen. So, gut, ich würde sagen, wir gehen... Heute ist Forzaton. Drücken Sie die Aktionstaste, um die dieswöchigen Herausforderungen einzusehen. Damit habe ich jetzt mich gerade offiziell gespoilert, wann ich diese Folge aufnehme. Ja, nämlich heute am 17.03.2017 um 9 Uhr wurde nämlich der neue Forzaton freigeschaltet. Wo ist er denn? Hier. Und die Meldung kam gerade, ja. Und du wisst ja, wie alt die Folge ist. Ne? Ich habe es erst heute aufgenommen. Der Grund, warum ich es nicht gestern aufgenommen habe oder warum gestern keine Folge kam, wie gesagt, gibt es bei Facebook. Ja, wir können einen Mercedes 300 SEL 6,3 von 72 gewinnen, was ich mega geil finde. Und das könnt ihr schon mal davon ausgehen, was wir in der nächsten Folge anschauen werden. Was für ein Fahrzeug. Ja, wir gehen auf die Teststrecke. Genau. Und ich port mich schon mal hin. Und ich würde einfach sagen, wir sehen uns gleich auf der Strecke und schauen wir mal, was die Zeit denn so sagt am Ende. So, da sind wir auch mit diesem Aufbau des ATSV gestartet. Natürlich mit ein bisschen mehr Wheelspin. Klar, ohne Albert wäre es auch komisch, wenn gar kein Wheelspin da wäre. Da wäre dann zu wenig Leistung da und Leistung ist definitiv da. Das merkt man. Ich bin mal gespannt, wie wir uns jetzt hier mitschlagen werden. Natürlich, eine Runde bin ich jetzt schon gefahren. Ich weiß jetzt schon, wo ungefähr die Stärken und die Schwächen des Fahrzeugs liegen. Man hat halt deutlich schon mal im Vergleich zum Tuning vorher nicht so dieses Untersteuern. Dafür muss man hier extrem aufpassen, dass der Arsch nicht kommt. Wie zum Beispiel hier. Ich ziehe da jetzt auch tatsächlich einen Flashback. Habe ich beim anderen nicht gebraucht, ja. Aber gut, hätte ich da je nachdem vielleicht auch brauchen müssen. Da bin ich eigentlich ganz gut reingekommen.
Nee, also, man, also hier ist auf jeden Fall Handlungsbedarf meiner Meinung nach beim Fahrwerk, ganz klar. Da muss man noch mal ein bisschen was machen. Aber die Grundbasis ist auch hier sehr gut. Also beide Aufbauten ja sehr ähnlich, meiner Meinung nach, von der Leistung her. Ja, ein bisschen was müsste man auf jeden Fall noch machen, meiner Meinung nach. Aber das passt schon ganz gut. Man kann damit fahren, muss ein bisschen aufpassen, hat ein bisschen mehr zu tun am Fahrzeug. Aber wie gesagt, der Aufbau ist deutlich emotionaler. Vielleicht ein bisschen zu emotional. So, die Mischung aus beiden wäre perfekt. Aus den beiden Aufbauen, die wir heute hatten. Boah, da bin ich jetzt scheiße angefahren. Das hat jetzt natürlich ein bisschen Zeit gekostet. Ja, man merkt immer wieder bei dem Fahrzeug, gerade wenn die Bodenwellen kommen, dass das Fahrwerk da nicht so richtig drauf weiß. Ist ein bisschen überfordert, meiner Meinung nach. Weiß nicht, was es tun soll. Jetzt auch mal der Arsch ein bisschen mehr. Ja, da muss ich jetzt richtig korrigieren. So, jetzt geht's zurück. Schleife haben wir beendet. Jetzt haben wir hier in die Haarnadel rein. Das ist, denke ich, auch nochmal so ein Punkt, wo man schön reinfahren kann, auch schön rumfahren kann, aber beim Rausbeschleunigen natürlich Zeit liegen lässt im Vergleich zum Allrad. Vergleich. So, jetzt wird es auch nochmal, jetzt kommen die entscheidenden letzten Stellen. Hier rechtzeitig anbremsen. Also vom Einlenkverhalten ist es natürlich deutlich besser. Das ist klar, aber das liegt einfach auch schon mal am Grundkonzept vom Heckantrieb. So, jetzt hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Hier sind viele, viele Bodenwellen. Muss ich echt aufpassen, mit dem Gas zu spielen. Nicht zu viel Gas, nicht zu wenig. Und den Schwung nicht verlieren. Ja, das war jetzt wirklich am Limit. Ihr habt auch schon gemerkt, wie die Reifen da wirklich arbeiten müssen, um den Grip irgendwie aufzubauen, irgendwie aufrechtzuerhalten. Oh, auch hier, diesen Lastwechsel. So, jetzt heißt es durchbeschleunigen. Kriegen auch hier über 300 Sachen drauf. Das ist schon mal nicht schlecht. Sind aber von der Zeit auf jeden Fall langsamer. Aber das ist, denke ich, auch die Zeit tatsächlich, die man tatsächlich am Anfang, gerade am Start, liegen lässt. Ja, das ist halt quasi der große Vorteil des Allradantriebs, dass er am Start viel Zeit gut macht. Und das macht man, ist dann schwierig natürlich aufzuholen mit dem Heckantrieb. Gerade wenn der Heckantrieb wie jetzt hier auch viel Zeit liegen lässt, indem man natürlich viel lupfen muss. Ja, man kann nicht so stempeln. Deswegen ist, denke ich mal, so diese knapp 2 Sekunden, die wir jetzt schlechter sind, völlig in Ordnung, meiner Meinung nach. Also das spiegelt es schon sehr vom Gefühl schon wieder ganz gut wieder. Vielleicht, oder wir gucken jetzt erstmal auf die Bestenliste, würde ich sagen. Da wird sich das Fahrzeug ja, hinter unserem BMW M4 Coupé PXH Edition einsortieren, aber noch vor einem serienmäßigen McLaren 650S Coupé. Ja, wir schalten auch direkt zur RTDT-Bestenliste und da sortiert sich das Fahrzeug hinter dem Aston Martin V12 Vantage S ein. Ja, genau. Ja, und dann würde ich sagen, das dazu. Ja, zum Abschluss, zum Fazit der beiden Aufbauten. Also ich denke, ich habe alles gesagt. Ich bin jetzt mit keinem zu 100% zufrieden. Also für meinen persönlichen Fahrstil, das will ich nochmal dazu sagen. So eine Mischung aus beidem wäre ganz geil. Leistung, denke ich, ist okay. Man könnte überlegen, vielleicht ein Tickchen weniger Leistung zu gehen, um vielleicht es ein bisschen besser auf die Straße zu bringen. Aber ansonsten, ja, ist ganz gut. Also ich finde es cool, dass auf jeden Fall mal auch der ATS-V mal jetzt hier gezeigt wurde. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und ansonsten, ja, verabschiede ich mich. Ich möchte es gar nicht so lange machen am Ende. Am Anfang genug über andere Sachen gelabert. Dann muss ich das nicht am Ende tun. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, morgen Samstag 12 Uhr gibt es natürlich wieder eine Multiplayer-Folge. Da haben wir mal wieder was ganz anderes gemacht. Allerdings muss ich da schon mal gleich dazu sagen, wer jetzt ein bisschen Seriosität erwartet, der wird morgen davon nichts finden. Also wer etwas ruhigeres sehen möchte oder vor allem vielleicht ihm es nicht aufs Gemüt drücken soll, so sage ich es mal, den warne ich jetzt an der Stelle einfach mal vor. Morgen könnte es ein bisschen Chaos geben, könnte es ein bisschen laut werden, könnte auch das ein oder andere nicht nette Wort fallen, ja, was nicht, natürlich nicht böse gemeint ist, sondern nur aus dem Effekt heraus gesagt wurde, aber ja, schon mal als Hinweis, weil manche sind da ja sehr pingelig, ja, bei sowas.
So wie der hier. Der kommt da auch mit auch nicht so ganz klar. Hier, der Audi. Gut, ich bin raus. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich würde mich freuen, wenn du auch das nächste Mal oder beziehungsweise morgen, wenn dir das nicht wehtut, was ich gerade angekündigt habe, mit dabei bist. Ich bin raus. Ciao. Wow, okay. Dem gefällt es auch nicht so. Und dem auch nicht. Also man merkt schon, der ATSV ist ein leichtes Mobbing-Opfer hier in Horizon. Warum eigentlich? Verstehe ich nicht. Ist doch ein cooles Fahrzeug. Ich mag den ATSV. So, ich bin jetzt auch wirklich raus. Ciao.